Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Stardew Valley. So, warum blinkt das Wofu? Ach, fertig, Tiere aufziehen. Jawohl, heißt, unser Hühnerstall ist fertig. Wie cool, dann gehen wir direkt mal raus und schauen mal. Oh ja, sieh mal einer ein, wie cool. Ist zwar jetzt noch leer, wir haben noch keinen Hühner, aber darum können wir uns dann auch kümmern. Cool. Und hier können wir die rauslassen. Geil. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal gießen. Gießen wir erstmal das Zeug hier und dann schauen wir mal bei Manis Ranch vorbei, ob wir denn jetzt schon Hühner kaufen können und wie teuer die überhaupt sind. Am Schluss können wir die gar nicht kaufen. Aber wir haben echt genug Geld, oder? Das Ding arbeitet immer noch. Okay, interessant. So. Mist. Nicht so. Ach. Immer das Gleiche hier. So, erstmal schnell auffüllen. So. So. Gut. Wann macht die auf? Um 9 wahrscheinlich, oder? Das ist richtig. Ja, dann schauen wir mal kurz vorbei einfach. Irgendwie fühle ich mich gerade komisch beim Aufnehmen hier. Irgendwie. So. Besser? Ich weiß nicht. Dö. Jetzt schauen wir mal, ob die da ist. Manchmal ist sie ja nicht da. Jetzt ist sie da, perfekt. So, Tierbedarf. Nee, Tierbedarf ist falsch. Heu. Was fressen die? Tiere kaufen. 800 kostet es, da können wir 2 kaufen. Gut versorgte, ausgewachsene Hühner legen jeden Tag Eier. Lebt im Hühnerstall. Job. Wähle einen Hühnerstall für die neue... Für neues braune Huhn. Chop. Ach, wir müssen einen Namen auswählen. Hui. Wie nennen wir denn das Hühnchen jetzt hier? Ich glaube, da machen wir einfach irgendeinen random Namen. Brollo. Gula, Gula. Gula, wir nennen die Gula. Okay, Gula. Sehr schön, ich sende die kleine Gula sofort zu ihrem neuen Zuhause. So, was frisst die jetzt? Getrocknetes Gras, das als Tierfutter benutzt wird. Wahrscheinlich einfach Heu. Dann lass doch einfach mal Geld sparen. Wir kaufen jetzt erst doch mal ein Huhn. Heizgerät, hält deine Tiere im Winter warm und glücklich. Winter ist noch nicht. Sammle Milch von deinen Tieren. Benutze sie, um die Wolle von Schaf zu erhalten. Brauchen wir alles noch nicht. Ich nehme jetzt mal 5 Holz. Heu. 5 Heu. Genau. Und dann schauen wir einfach mal, wie teuer denn so ein Silo ist. Weil mit einem Silo können wir dann früher oder später selbst Heu machen. Soweit ich das richtig weiß. Jetzt schauen wir erstmal zu unserer Gula. Gula, Gula, du darfst hier raus. Komm raus. Wollen die das nicht raus? Wir machen hier noch ein Zäunchen für dich. Ach, guck mal, wie klein du bist. Bo,
Alter, erst Monat, ein Monat Baby. Gula scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Verkaufen, Zuhause ändern, nö. Ach, wir können den Namen sogar ändern, wie cool. Jetzt schauen wir mal, können wir das einfach hinlegen hier? So, pop. Chop, chop. Okay. Gut, dann leg die gute Gulla Eier. Das ist ja perfekt. So, jetzt schauen wir mal kurz. Haben wir noch Holz? Holz. Aber einen Zaun. Holz haben wir auch noch. Das Eiergerät nehme ich wieder mit. Chop, die Mayonnaise-Maker. Dum, dum, badum, bum, bum, badum. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz für die Gulla. Für die gute Gulla. Chop und chop. So. So. Ja, den müssen wir jetzt einfach wegmachen hier. Tut mir leid. Die alle auch. Wie viel Platz brauchen die denn so? So. Ach, das geht ganz kaputt. Das ist ja kacke. Dann machen wir es einfach mal hier und so. Schupp. Drei Türchen. Zops. Ach, jetzt kommt er doch mit. Okay. Jump. Ich find's doof, dass man hier einfach kein... Ach doch, das geht? Hä? Ach so. Ach, natürlich. Mist. Was mache ich denn jetzt? So, dann machen wir eben doch keinen Weg dahin. So. Dann kommt der Weg eben woanders hin. So, die Gula darf jetzt raus. Oder traut sie sich nicht noch nicht? Das kann natürlich sein. Da kommt sie! Und sie haut bestimmt ab. Oh oh. Schlage ich dich, wenn ich jetzt... Nö. Okay. So, dann machen wir noch ein paar Zäunchen. Also kann man doch über einen Weg drüber bauen. Interessant. Aber warum ging das dann vorher nicht? Also ich hoffe mal, das ist richtig, dass man die hier einsperrt. Aber sonst haut die ja uns ab. Bestimmt. Die gute Steine haben wir, dann machen wir noch ein paar Pflastersteinchen. Einen schönen Weg. Chop. So. Der führt einfach vorbei. Gut, zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. So. Perfekt. Und dann möchte ich mal ganz kurz gucken. Bis 17 Uhr. Dann schauen wir mal, ob wir noch schnell zu Robin kommen, weil ich möchte mal kurz gucken, wie teuer denn so ein Silo ist. Vielleicht können wir uns so ein Ding auch bald leisten. Welche Stardew Valley Folge ist es eigentlich? Die 32. Ich glaube schon. Ja, ist die 32. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Schnell.
Aber das müssten wir noch schaffen. Und sie ist noch da. Hey, gut. Hofgebäude errichten. Und zwar ein Silo. Ach, das kostet nur 100. Ja gut, dann brauchen wir Stein und Lehm. Stein und Lehm. Stein und Lehm. Das einzige Problem ist, glaube ich, Lehm. Davon bräuchten wir noch ein bisschen was. So. Wir entspannen uns einfach mal kurz im Bad. Ach, okay, das geht nur voll, wenn man nichts macht. Okay, das ist ja logisch. Also entspannen wir einfach mal kurz. Weiter, dann holen wir jetzt einfach nochmal kurz, ja, ein paar Steinchen, oder? Dann könnten wir eigentlich bald direkt so ein Silo bauen. Wenn uns noch genug dazu bleibt überhaupt. Genug Zeit bleibt. Chup, chup, chup. Wir hätten natürlich jetzt da ein bisschen die Steine wegholen sollen, aber das sind so wenige. Können, meine ich. Hätten wir machen können. Ach, die können wir gar nicht stören. Beim Flöte spielen, okay. Dann machen wir das auch nicht. So, jetzt, in welche Ebene gehen wir jetzt? Das ist die Frage. Ich gehe mal in Ebene 25. Und hier gibt es große Steine, gut. So. Da kommt hier überall Steine raus. Na gut, da nicht. Ja auch nicht. Ja auch nicht. Ja auch nicht. Doch. So. Dreiunddreißig. Ach Mist, da habe ich gar nicht gedacht. Ach nee. Ach. So, wie cool, dass wir jetzt ein Huhn haben. Ich tue das mal da hoch. Gut, Inventar ist voll, wir haben auch jeden Scheiß mitgenommen. So, da ist schon der nächste Weg nach unten. Eigentlich möchte ich große Steine. Ich glaube, das bringt mehr. Aber ich weiß nicht, es dauert auch lange, die abzubauen. Hm. Schupp, aber doch, ich glaube, das lohnt sich mehr, so ein großer Stein. Jetzt haben wir halt 10. So. Hm.
Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Ach, guck mal hier, perfekt. Einen großen. Dann schaffen wir das auf jeden Fall noch, die 100 voll zu kriegen. Hoffe ich mal, oder? Ich bin mit... Wann nicken wir ein? Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich schon vergessen. Ach, Mist. Gut, wir sollten uns vielleicht doch ein bisschen beeilen. So. Das Inventar voll. So. Dann haben wir es doch. So. Perfekt. Schauen wir kurz hier rein. Nehmen wir die Geode mit. Komm, das können wir jetzt leider hier nicht nehmen. Es wird spät. Ja, wir gehen jetzt schon ins Bett. Wir gehen jetzt ins Bett. Mine verlassen. Ah nee, ich habe ganz vergessen. Wir brauchen noch den Lehm. Okay, vielleicht wird es dann doch nichts. Guck mal, ist hier eine Aufgabe. Könnte jemand Riffbar springen? Ich liebe das Zeug, Linus. Macht Linus glücklich. Puh, ich weiß nicht, ob wir sowas finden, aber wir können ja mal schauen. Jo, du pennst gleich ein, ich beeile mich schon. Chop, 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 chop. Guck mal, das Ding ist immer noch dabei. Na gut, wir gehen ins Bett. Und dein Fortschritt wurde gespeichert. Ich bedanke mich bei euch für die nächste... Was laber ich hier? Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.